Hallo, ich grüße dich. Es ist heute der 7.8. Ebenfalls schon wie gestern und vorgestern eine typische Praktikerkonstellation. Also überlege dir heute, was du alles vorerst bringen möchtest, also in die Sichtbarkeit, in die Umsetzung, in die Verwirklichung bringen möchtest. Es hat auch mit viel Einfluss, Macht, Glück, Erfolg zu tun. Ja, das Ganze, also auch solche Dinge kannst du generieren, kannst du üben, ja, kannst zum Beispiel üben, auch wie auch zum Beispiel vorgestern, in deine eigene Stärke, Souveränität, persönliche Stärke zu kommen, also an deinem Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen arbeiten. Das geht auch mit der 7 an stärkster Stelle, dann vieles zu optimieren, zu harmonisieren, optimistisch, konstruktiv zu sehen, was das einflussreiche, wirksame, wirkungsbetonte betrifft. Das ist auch in der Kommunikationszahl zu sehen, also 7 plus 8 gibt 15. Ja? Also da kannst du versuchen, im Gespräch ja, etwas Bestimmtes, etwas Gewichtiges da darzulegen, darzubringen. Also, da geht es darum, im Gespräch eine wichtige Rolle zu spielen oder beziehungsweise mit dem Gespräch eine wichtige Umsetzung dann zu erzielen. Ja, übrigens gut für Gesprächsführer, Moderatoren. Übrigens meine ich da immer auch die weibliche Form, gell? Also wenn ich nur die männliche Form nenne, also das ist grundsätzlich in allen meinen Videos so einfach an dieser Stelle wieder mal bemerkt. Ja, also Menschen, die am 7., 8. geboren sind, ich kenne solche, die haben es in der Hand, also mit ihrer sozusagen harten Schale und weichen Kern, also harte Schale die 7, weicher Kern die 8, also es ist eine Mischung Autorität und für also Soziales und das ist gut für Lehrkräfte, für Pädagogen, das ist gut für Menschen, die eben Verantwortung tragen müssen, Führungsrollen haben, die auch gerne Kontakt zu anderen Menschen pflegen. Solche Menschen, die können Betriebe führen, zum Beispiel Handwerksbetriebe, Holz oder anderes, auf alle Fälle, also die Tätigkeit, die sollte doch praktisch ausgerichtet sein und eben die Selbstständigkeit, also selbst über das Leben zu bestimmen, ist wichtig. Alles, was mit Optimieren, was mit Vorwärtsbringen zu tun hat, ist gut für diese Menschen. Ja, Sie können einen Kommunikationslink haben zu solchen, die an dem 15. geboren sind, so und dann natürlich, wie Sie die 15 dort an dieser Stelle haben, als Kommunikationsfenster, also zum Beispiel 4.11. oder auf den Tag bezogen geht eben auch diese Kombination, zum Beispiel 5.2. gibt auch dann wieder die 7. Ja. Dann wünsche ich heute gutes, optimales Vorwärtskommen, ja, auch gutes, erfolgreiches Umsetzen und dann sehen wir uns morgen wieder. Tschüss!